Ich heiße Manfred Leuchter und ich spiele Akkordeon. Und zwar dieses Schätzchen hier. Das war die beste Idee in meinem ganzen Leben. Mein Bruder bekam zu Weihnachten eins geschenkt, als ich 6 war, denke ich mal. Und meine Eltern hatten mir das strikte Verbot gegeben, das Ding auch nur anzugucken. Und das war eine der sichersten Methoden, mich da ranzukriegen. Ich habe ein Jahr lang das heimlich genommen immer, heimlich geübt, bin erwischt worden nach einem Jahr und es gab nicht etwa einen auf den Hintern, sondern eine Woche später war ein Klavier da. Dann gab es eine ganze Zeit Klavier und Keyboards und alles Mögliche, aber das Akkordeon war immer dabei und ich habe dann, weiß ich nicht, so Mitte der 90er, Anfang der 90er, habe ich gesagt, okay, ich will diesen ganzen Kram nicht mehr haben mit der Elektronik, mit den Knöpfen, ich komme dahin zurück, wo ich hergekommen bin und das eben das Akkordeon. Ich bin ein Autodidakt reinsten Wassers mit allen Vor- und Nachteilen. Fangen wir mit den Nachteilen an. Also es, wenn man alles sich selber beibringt, dann fehlt halt ein Lehrer, der einem sagen kann, hör mal, nimm die Hand mal 3 Zentimeter höher, dann geht das. Das hat bei mir 20 Jahre gedauert manchmal. So viel zu den Nachteilen. Also ein guter Lehrer ist natürlich eine tolle Sache. Ein Vorteil, ein unbestreitbarer, ist aber der, dass man nicht in Richtungen denkt, sondern dass man einfach frei ist. Und ich wollte einfach immer das spielen, was ich höre. Und das kann auch mal Sting sein oder Pink Floyd oder irgendwas. Wie man sich für so ein Instrument entscheidet und was das dann für eins ist, das wächst mit der Zeit. Also ich habe mit einem ganz kleinen, war aber alles auch Hohner schon, Kinderinstrument angefangen und dann steigt vielleicht das Können und dann steigt auch die Lust auf ein Instrument, was eben diesem Können entspricht. Und wenn man dann die Möglichkeiten hat, dann hört das nicht mehr auf und dann ist man irgendwann in der Rolls-Royce-Klasse und man will dann auch nichts anderes mehr haben. Ne? Das ist ein relativ neues Instrument, das ist, denke ich, jetzt 15 Jahre alt und für mich und in meinem Auftrag gebaut worden. Die Qualität, die merkt man ganz, ganz deutlich. Ob das ein nicht geübter Spieler jetzt merken würde, das weiß ich nicht, aber das ist so fein und auch so fein auf mich abgestimmt hier von Gerhard Herbach. Ich denke immer, das ist so ein bisschen, als wenn die Schuhmachers und Vettels so nochmal am Vergaser schrauben. Wir würden da nichts von merken, aber die merken das schon und so ist es da auch. Und das geht in 1000 Details rein. Das fängt schon mit den Riemen an. Also ein anderer Satz Riemen, das dauert schon mal ein paar Tage, bis das sitzt, bis man das Gefühl wieder hat. Diese ganzen Aspekte wie Atmung, körperliche Dinge beim Spielen, das kommt beim Spielen. Also wenn man eine bestimmte Sorte Töne hervorbringen will, dann kann man nicht anders,
als sich auf eine bestimmte Art und Weise bewegen. Und da ist auch jeder Spieler anders. Das ist davon abgesehen, dass ich finde, dass eigentlich alle Musiker beim Spielen doof aussehen, weil sie das Gesicht verzerren oder weil sonst irgendwas nicht ist. Hat da jeder seine Eigenheiten. Und ich sehe mich unheimlich oft auf Fotos oder Filmen mit geschlossenen Augen einfach da sitzen. Und es sieht so aus, als wäre ich auf dem Mond. Und ein bisschen stimmt das auch. Das Schöne an so einem Instrument ist ja wirklich, dass man alleine damit auch funktionieren kann. Man hat ein ganzes Orchester dabei, wenn man möchte und wenn man es kann. Und das macht auch einen Riesenspaß. Es ist eine gigantische Herausforderung, wenn man solo sich vor viele Leute setzt. Das ist schon wirklich manchmal heftig. Aber es macht denselben Spaß, das mit anderen zu tun. Und ja, Vielfalt ist angesagt. Das ist der Trick, glaube ich. Man braucht immer noch irgendwelche, ich nenne sie mal Visitenkarten. Also es nutzt überhaupt nichts, wenn man einem Veranstalter in New Delhi sagt, ich bin super, du musst mich jetzt mal einladen oder wenn die Agentur das für einen tut, sondern die möchten schon gerne was hören. Deswegen macht man Platten und das Live-Umsetzen dieser Platten in verschiedenen Besetzungen, das ist eigentlich die weitaus spannendere Geschichte, weil sich da die Musik auch immer verändert. Sie richtet sich auf die Mitspieler ein. Das Problem ist ja immer, wenn man eine Platte macht, dann kennt man die Musik ja eigentlich nicht. Das ist, also jedenfalls, wir reden jetzt von improvisierter Musik oder von Musik mit Improvisationsanteilen. Die lernt man beim Spielen. Das ist der eine Kick. Der andere Kick ist, sind die Leute. Und da funktioniert der kleine Club mit 80 Leuten, der kleine Jazzclub, funktioniert ganz genauso gut wie die, weiß ich nicht, wenn man in Damaskus spielt und da sind 2.500 Leute. Die Menschen sind's. Eines der eindrücklichsten Erlebnisse, das ich jemals hatte, auch im Zusammenhang mit diesem Instrument, das war eine Reise auf dem Landweg von Damaskus nach Palästina, nach Ramallah. Und das geht dann über Jordanien, über Amman und dann kommt man da zu dem Punkt, wo die Palästinenser in ihr Land kommen. Das nennt sich Allenby Bridge. Das ist so ein Übergabepunkt. Und es ist erstmal schon mal gar nicht so ungefährlich, mit so einem Ding auf dem Rücken unter lauter 18-jährigen Soldaten rumzulaufen, die nervös sind. Und na gut, das hat man dann irgendwann drauf. Und ich war auf eigene Faust unterwegs. Also ich hatte kein Empfehlungsschreiben von irgendeiner Botschaft oder von einem Goethe-Institut. Es musste einfach sein, da war ein Termin vorverlegt worden, ich musste dahin. Und dann hat man mich an der Grenze ein bisschen rangenommen so. Also lange immer wieder dieselben Fragen gestellt, meinen Pass eingezogen, 100-mal gefragt, wann ich geboren bin, keine Ahnung, alles möglich. Und das dauerte Stunden, das Ganze. Und das alles in der Umgebung, grelles Neonlicht, viele, viele Menschen, die aggressiv waren, weil eben ihnen so Steine in den Weg gelegt wurden. Und ich habe keinen Grund, aggressiv zu sein, weil
ich weiß immer ganz genau, wenn hier gar nichts mehr weitergeht, ich habe eine Kreditkarte, ich gehe zurück nach Amman und sitze im Flieger. Das können die Menschen dann nicht. Die wollen in ihr Land. Es zog sich und es zog sich und es dauerte. Und irgendwann bin ich irgendwie so eine Sorte von traurig geworden. Und dann habe ich das getan, was ich immer tue, wenn ich irgendwie extremen Gefühls, eine Wallung habe. Ich habe mein Instrument ausgepackt und habe angefangen, Bach zu spielen. Und das hatte eine ganz wundersame Wirkung, weil erstmal ging der Pegel runter, die Menschen hörten auf zu schreien, also es ging wirklich runter. Ich saß da so versunken, als ich die Augen wieder aufmachte, hatte ich ein kleines Publikum, vielleicht 30, 40 Menschen, die sich das anhörten. Und dann ging es plötzlich ganz, ganz, ganz schnell und ohne weitere Fragen wurde ich da entsorgt sozusagen, da wo ich hin wollte. Ich denke, ich war wehrkraftzersetzend und Weapons of Mass Harmony.